Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beneschas Ghosts of Nuiden. Ja, in der letzten Folge haben wir hier dieses Lagerfeuer entdeckt und da bin ich raus und deswegen nicht erschrecken. Meine Stimme hört sich heute etwas grausig an. Ich glaube, wir mussten hier rum weiter. Mich beschleicht das Gefühl, dass das der versiegelte Brunnen ist. Meinst du, du kannst den Eimer runterholen? Ja. Gut, dass du mich auf dem Eimer aufmerksam gemacht hast. Was ihr sendet, werdet ihr ernten. Beweist, verlassen, verkommt. Das ist euer Schicksal. Ein Echo aus der Vergangenheit schwirrt herum. Okay. Aber der Eimer, der ist weg jetzt, ne? Der ist jetzt im Blut drin. Da hinten. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Da können wir, oder? Doch, Moment, da können wir einfach drüber springen. Ich kann das lebhafte Echo der Erinnerung eines Geistes spüren. Der Teufel atmet weiter durch ihren Mund. Wir sind verflucht und ihr schindet bloß Zeit. Clemency, Antipas, bitte. Die Frau sitzt im Gefängnis. Sie wird vor Gericht kommen und der Gerechtigkeit wird Genüge getan, so wie es das Gesetz will. Und das aus dem Mund von jemandem, der selbst Magie benutzt. Können wir dem Urteil von euch oder eurem Dämonologenfreund denn wirklich trauen? Wie könnt ihr es wagen, solch blasphemische Unterstellungen zu äußern? Ich bin ein Mann Gottes. Dann tut, was Gott euch befiehlt. Wir bitten euch doch nur um Sicherheit, Gouverneur. Wenn ihr sie uns nicht geben könnt, wird das Konsequenzen haben. Okay. Urim und Tumim. Ein Satz Urim und Tumim. Ein Mittel für Divination und Kleromantie, mit dem sich der Wille Gottes offenbaren lassen soll. Hä? Das sind Runensteine, so wie ich das sehe. Was hat das mit Gott zu tun? Der Gouverneur hat Urim und Tumim benutzt. Dadurch hat seine Herde Verdacht geschöpft. Orakelsteine. Er muss sie in den Brunnen geworfen haben, bevor er ihn versiegeln ließ. Aber wieso jetzt? Tja. Vielleicht, weil er seine Rolle beim Hexenprozess vertuschen wollte. Die Steine sind eine Verbindung zu der Magie, mit der er seine Autorität untermauert hat. Das Echo beweist, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Haskell fürchtete um seine Sicherheit und die seines Sohnes. Er muss furchtbare Angst vor der misstrauischen Meute gehabt haben. Gehe ich mal von aus. Weil der Sohn hat ja auch gesagt, er hat dann mit Magie aufgehört. Sowas macht man ja nur, wenn man entweder nicht mehr dran glaubt oder eben wirklich Angst hat, dass irgendwas passiert. Wir sind gleich da. Ist es hier? Ja, ist es hier? Ich wollte gerade sagen, dann gucken wir hier nochmal, aber da ist gar nichts. Sieht mir so nach Bosskampf aus. Ich will nicht. Da ist ein Blatt drin. Hm? Nee, eine Feder. Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh shit. Wer seid ihr? Schweigt!
Sie zum Reden. Wenn wir reden, werdet ihr uns hören? Unverschämtheit! Provokation! Vernichtet die Anschuldigungen! Red Rory McGrath. An euren Händen klebt Blut. In eurem Herzen hat sich Schwäche breit gemacht. Schuldig! Erst schwörtet ihr, das Böse zu vernichten. Und dann machtet ihr gemeinsame Sache mit Hexen. Ihr habt geschworen, alle Geister zu verbannen. Und doch steckt ihr mit einem unter einer Decke. Die Anschuldigungen lauten: Feigheit, Einheit, Täuschung. Das Urteil lautet: Schuldig. Die Strafe lautet: ewige Pein im Jenseits. Ich suche nur nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Gift, das die meisten Glauben haben wollen. Soll ich das sein? So ein billiger Trick. Ich muss gegen ihn kämpfen. Na, okay. Zum Teufel ist er gerade aus dem Schatten gesprungen. Es funktioniert. Mach weiter. So. Ach, der ähnelt mir überhaupt nicht. Antea Duarte, Betrügerin, kaltherzige Täuscherin, erhebe dich zur Urteilsverkündung. Im Leben hast du parasitäre Geister verbannt, doch im Tod weigerst du dich, diese Welt zu verlassen. Schämst du dich nicht? Du gibst dich deinem Verlangen hin. Ich verurteile dich, zu hassen, zu bereuen und dann in der Vergessenheit zu verschwinden. Ich wollte das alles nie. Ich hasse, was aus mir geworden ist. Nein! Wieso durfte ich nicht auswählen? Das wird mich noch lange verfolgen. Ja, bring dieses blöde Viech bloß nicht irgendwie um. Hä, was ist das? Schützt der den oder was? Och nee, jetzt sag mir nicht, dass es vorbei ist. Dissident, Skeptiker, Apostat, du hast es verdient, geliebt zu werden. Niemand hat es verdient, wie ein Außenseiter behandelt zu werden. Nee, ist immer noch da. Och nee, komm. Zeit für meinen Auftritt. Nee, es ist nicht Zeit für deinen Auftritt. Weil der diesen Schatten so blöd beschützt, dass nichts passiert. Es kommt aber auch nichts Neues. Och nee, komm. Sobald ich drauf ziele, ist das andere davor. Oh. Das heißt, mit einer Worten, ich kann das Spiel nochmal neu starten, so wie es aussieht. Das muss ich selbst erledigen. Das kannst du aber nie erledigen.
kann ja noch nicht mal Verbannen drücken. Das auch allein hin. Nein, kriegst du nicht, weil es verbuggt ist. Ja, ich kann mich jetzt nur noch hier reinstellen. Mal gucken. Lalala. Also eigentlich soll das der Angriff sein, aber er kann mich halt nicht angreifen, weil er selber verbuggt ist. Ach komm. Ach ja? Soll er mal das hier ablehnen? Kann ja auch nicht rauslaufen, damit das irgendwie resettet wird oder so. Die kann ich nicht hoch. Na, ich versuche jetzt gerade irgendwie das hinzukriegen, den was zu ziehen, aber das funktioniert halt auch nicht. Und ich denke mal, dass jetzt auf ihn umgeschaltet wird, damit ich ihn jetzt verbanne, aber das geht halt nicht. Also egal von welcher Richtung aus ich angreife, ich werde wohl nicht drum herum kommen, einen Neustart zu machen. Och man, sowas ist echt. Nee. Ich weiß nicht, warum der sich da gerade auf dem einen rubbelt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das so verbuggt, dass es nicht anders geht. Dann werde ich jetzt mal einen Neustart machen und. Dann werde ich euch zum Anfang der zweiten Phase wieder zurückholen. Anthea Duarte, Betrügerin, kaltherzige Täuscherin, erhebe dich zur Urteilsverkündung! Im Leben hast du parasitäre Geister verbannt, doch im Tod weigerst du dich, diese Welt zu verlassen. Schämst du dich nicht? Du gibst dich deinem Verlangen hin. Ich verurteile dich, zu hassen, zu bereuen und dann in der Vergessenheit zu verschwinden. Geister sind gefährlich und ich habe keinen Grund, Gnade walten zu lassen. Das wird mich noch lange verfolgen. Also. Mann, jetzt verbannen. Schuld an der Vergiftung des Gemeinwesens. Ihr stellt euch als Retter dar, die uns erlösen wollen. Aber durch eure dunklen Künste wird das Böse nur noch stärker. Ihr seid Hexen und Hexen müssen sterben. Wir nutzen unsere Rituale, um den Lebenden zu helfen, nicht um sie zu verfluchen. Magie ist nur ein Werkzeug. Magie ist etwas Bösartiges, so wie ihr. Verfluchtes Band! Das Ding gehört mir. Ja, ich wollte ja auch nicht auf sie zielen, aber er weicht ja noch nicht mal aus. Lass mich das beenden. Das ist der Falsche. Verflucht!
Der ist ja super ausgewichen. Ach, das ist wieder sie. Och, jetzt steht die blöde Kuh schon wieder davor. Mann, die geht mir auf die Nerven. Ich bin richtig furchteinflößend, oder? Eigentlich nicht, weil du triffst ja nicht. Hätte nicht gedacht, heute noch gegen mich selbst zu kämpfen. Alter, du kannst nicht einmal am Stück aufladen, bevor die wieder irgendwo an deinem Rockzipfel hängt. Wir unterwerfen uns gar nichts. Oh, jetzt nimm dieses blöde Ding, bevor das wieder... Boah. Verflucht, das brennt! Du sollst ja auch verbannen! Ja, ich kann nicht das mehr. War mein Kampf. Können wir jetzt bitte gehen? Ja, eigentlich würde ich aber gerne zur anderen Seite gehen. Aber naja, gut, das können wir dann auch auf dem Weg machen, weil wir jetzt so viele Sachen gerade bekommen haben. Aber der Typ scheint schon einigen Dreck am Stecken zu haben. Also wie ich das halt verstanden habe von dieser Vision, hat er sie einfach angeklagt und verurteilt. Natürlich auf Druck der anderen hin, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass er es selber so gemacht hätte, aber ja, man sollte sich halt nie so einen schwachsinnigen Druck beugen. Das war furchtbar. Dieser Prozess, als ob Deborah uns vor Augen halten wollte, was sie durchmachen musste. Aber ich fühle nur Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich hingerichtet, genau. Ich fühle mich so machtlos, als ob wir immer einen Schritt hinterherhinken würden. Justitia hat hier gewaltig versagt. Natürlich. Das ist es. Ich weiß, was das war. So ein Schemen der Ungerechtigkeit hat einen bestimmten Namen. Die mythischen Infamen. Die kenne ich bisher nur aus Büchern. Sie sind so rar, dass die meisten sie für Legenden halten. Feigheit, ja. Unwissenheit ist schuld. Die Epidemie hat sie um den Verstand gebracht. Sie konnten sich der Wahrheit nicht stellen, also zeigten sie mit dem Finger. Und so wurde ein furchtbarer Geist geboren. Und einer Krankheit folgte die nächste. Haskell muss für vieles gerade stehen. Also seine Feigheit war es natürlich auch, aber im Endeffekt... waren die Dorfbewohner der ausschlaggebende Antrieb, die ihn so gedrängt haben.
Und daraufhin konnte er überhaupt erst seine Feigheit dann einsetzen, sag ich mal. Da hinten, oder? Moment, doch, da leuchtet noch was. Und dadurch triggere ich jetzt jemanden, ne? Weil es sieht mir hier so, ich weiß nicht. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht weitergehen, während die noch reden. Das sieht so prädestiniert dafür aus, dass hier was kommt. Was ich zwar immer blöd finde, wenn sowas ist direkt nach dem Bosskampf, aber es war auch ziemlich komisch. Also ich weiß, warum der verbuggt war, der, dieser komische Blob da, also dieses Blut, das durfte nicht da drüber sein. Normalerweise hätte es den geheilt, nur in diesem Fall hat es ihn ja jetzt nicht geheilt, sondern ja, es war einfach nur verbuggt. Weil ich habe jetzt in der zweiten Runde, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mit reingeschnitten habe oder nicht, in der zweiten Runde war es jetzt so, dass der einmal auf den drauf gekrabbelt ist und dann hat er ihn ein Stück geheilt und dann meinte sie nämlich, dass man nicht zulassen darf, dass der, der Schemen, glaube ich, hat sie gesagt, auf den drauf geht, weil er ihn dann heilt. Und ja, das hat er anscheinend versucht, aber damit war er dann anscheinend oder ganz offensichtlich ja verbuggt. Komme ich denn hier jetzt wieder zurück? Moment, jetzt bin ich auf der Rückseite von den Minen oder was? Oder? Oh, oh. Skelette sind immer ein schlechtes Zeichen. Und hier ist auch irgendwas in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, keine Gegner. Einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Oh nee! Nein! Ich will keine Wurzeln. Moment, dann muss ich aber oben erstmal. Da ist das Ding. Also. Oh. Oh, jetzt habe ich dummerweise. Das wollte ich gar nicht, wollte ich gar nicht. Meisterschütze. Jahrelange Übung. Achso, zwei reichen. Okay. Ich wollte oben eigentlich nur ein bisschen mehr frei machen, damit man ein bisschen besser... Wo sind wir denn? Achso, jetzt bin ich wieder hier. Falsche Taste. Links ist die Höhle, aus der wir gerade kamen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, theoretischerweise, entweder gehen wir da wieder zurück oder wir können oben noch kurz was einsammeln. Da gucken wir mal eben. Aber ich glaube, da geht man nur wieder zurück. Da ist nichts. Oh, da kommen wir da hoch? Aber da oben ist auch nichts, ne? Ah, doch, da ist was zum Einsammeln. Ich weiß ja nicht, wie viel wir jetzt noch brauchen. Und wofür wir das Ganze brauchen. Oh, jetzt geht's hier. Da kann ich nochmal rum. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Ich wollte eigentlich jetzt unten durch den Eingang der Höhle, aber... Da ist noch was. Silber, ja. Und eine Truhe, sehr schön. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Ist ja meistens so, dass wenn man sieht, dass es irgendwo weitergeht, da lohnt es sich in der Regel dann schon, da auch mal vorbeizuschauen. Ich hoffe, ihr könnt mich auch einigermaßen noch verstehen mit meiner Stimme aktuell. Ich bin so ein bisschen, ja, heiser ist das falsche Wort vielleicht. Aber meine Stimme hört sich auf jeden Fall im Moment ein bisschen seltsam an. Ich weiß nicht, wie schlimm das bei der Aufnahme rüberkommt. Hier ist auch noch was. Da können wir runter. Bringt uns das was? Doch, hier unten war, glaube ich, noch was zum Einsammeln. Können wir die kaputt machen? Das dachte ich schon fast. Hier war aber nichts zum Einsammeln. Das ist einfach nur der Rückweg. Na gut. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Das hatte ich dann gesehen. Wir gucken uns jetzt erstmal hier die Sachen an. Wir können uns jetzt nicht darum kümmern, dass irgendwas in der Nähe ist. So. Ach da.
erstmal einsammeln. Und dann... Ach, eine Kiste. Sehr schön. So. 89 Meter. Also eigentlich darf das gar nicht so weit weg sein. Gucken, wie nah wir tatsächlich... Ach so, dann sind wir an der Windmühle aber wahrscheinlich erst, oder? Das da unten, das war... Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Das war der Infame, nicht du? Ich weiß. Das ändert nichts an der Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder so viel Wut in mir spüren würde. Das waren Deborahs Gefühle, nicht deine. Nee, wir sind wieder im Dorf, oder? Ach, das war dieser Aufzug, den man nicht benutzen konnte. Ah, okay. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich hier oben an der Kirche oder was das war, treffen. Wie erquickend ist es für die Seele, von dem erlöst zu werden, dass sie so... Eine Sache, meine Freunde, ist die absolute Wahrheit. Fällt ja schon wieder eine Predigt. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Oh, gut. Seine neueste Predigt. Wir haben sie nicht verpasst. Aber wir werden sie jetzt springen. Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen, während sie selbst das Feuer schüren. Sie bekunden ihre Liebe zu Gott, doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetaten. Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun, der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun, gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Erzähl es ihnen, Red. Jedes Detail. Ja, diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das Gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr. Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein? Ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Die Geschichte eines Mannes, eines Mannes könnte natürlich sein, dass er damit gemeint ist, der Haskell. Die Geschichte einer Frau. Das Problem ist, man weiß halt nicht, was er damit sagen will. Will er damit sagen, es ist die Geschichte einer Frau, die keine Hexe war? Oder es ist die Geschichte eines Mannes, der einfach wahllos... Ich nehme mal das Erste. Ich weiß halt nicht, was er damit sagen will. Die Geschichte beginnt mit einem Mann, einem neuzeitlichen König Salomon. Als seine Untertanen von einer Seuche heimgesucht wurden, ersuchten sie ihn um Führung und Schutz, denn sie waren gottesfürchtig. Und der König fromm. Der Käpt'n des Königs mauerte die Kranken ein, aber die Seuche blieb. Die Menschen murrten, der König hatte Angst. Er brauchte einen Sündenbock.
Hütet eure Zunge, Mr. McGrath, sonst verliert ihr sie und euren Kopf gleich mit. Es gab keinen Sündenbock, der Prozess war fair und gerecht. Ach. Der Prozess war alles andere als gerecht. Ihr hattet keinerlei Beweise und das war euch bewusst. Glaubwürdige Zeugen machten belastbare Aussagen, mein Herr. Zeugen wie Gibbs, die euch quasi zu einem Schuldspruch gezwungen haben, da sie euch sonst selbst der Hexerei bezichtigen würden? Ja, ein gewisser Druck wurde auf mich ausgeübt, aber was ich getan habe, geschah zum Wohle der Kolonie. Es waren schwierige Zeiten. Tja, das sagen sie immer, ne? Ihr haltet euch selbst für einen bedeutenden Okkultisten. Dieses Bild von euch habt ihr in eurem Kopf gemalt. Um den Teufel abzuwehren, muss der weise und furchtlose Mann Gottes Beelzebubs Masche verstehen. Ach ja. Kann ich beides fragen? Habt ihr euch je gefragt, was jenseits des Schleiers liegt, jenseits des Saums, jenseits des Totenreichs? Habt ihr je vom Aralu gehört? Das ist doch Mumpitz. Nein? Euer guter Freund Etienne Roulet hielt euch anscheinend nicht für würdig, seine Geheimnisse mit euch zu teilen. Ah, vergesst die Sache einfach. Betrachtet ihr euch dann selbst als wahren Dämonologen? Für einen gerechten Krieg müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, er muss von einem legitimen Herrscher befohlen werden. Zweitens, es muss um eine gerechte Sache gehen. Drittens, er muss mit der rechten Absicht geführt werden. Ja, die Summa Theologiae von Thomas von Aquin, oft zitiert. Aber eine wichtige Sache habt ihr zweckdienlich ausgelassen, und zwar... Es muss um eine gerechte Sache gehen, dass nämlich der Gegner den Krieg verdient, weil er Übeltaten begangen hat. Ja, das haben wir noch nicht, ne? Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist. Auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr. Und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht. Was wollt ihr wirklich, Gouverneur? Ich will doch nur dienen. Ich bin der getreue Diener der guten Menschen von New Eden. Ohne mich wären sie verloren. Ohne sie wärt ihr verloren. Ja, vielleicht brauche ich sie. Wie ungemein menschlich von mir. Aber diese Menschen brauchen mich zweifellos auch, Mr. McGrath. Es gibt sonst niemanden. Das würde ich jetzt nicht sagen, sein Sohn ist ja auch noch da, ne? Gebt es zu! Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht! Herr, ihr seid ein Neider. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat! Verheimlichte Wahrheit! Geheimnisse und Lügen! Im Grunde also Schandtaten! Eure Schandtaten! Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden! Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben! Sie starb durch das Gemeinwesen! Sie starb durch uns alle! Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld! Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat! Ich wollte sie nicht töten. Dummes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Ist jetzt die Frage. Also ich bin ganz ehrlich. Es ist menschlich, was er getan hat auf der einen Seite. Da hat er nicht ganz Unrecht, auch wenn er was anderes meinte als ich jetzt, weil er einfach Angst hatte. Auf der anderen Seite, er hat halt streng genommen kaltblütigen Menschen ermordet, weil er Angst hatte. Und
ganz ehrlich, das versteht keiner. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ich weiß auch nicht, was ich in der Situation machen würde, wenn ich jetzt Angst um mein Leben hätte. Er weiß aber nicht, ob die ihn dann wirklich der Hexerei bezichtigt hätten. Er weiß nicht, was dann passiert wäre. Ich meine, klar, es waren andere Zeiten. Ich kenne diese ganzen Geschichten um die Hexenverbrennung und die Hexenjagden. Und da hat keiner mit Logik oder Verstand gearbeitet damals. Also da hieß es einfach nur, ja, der oder die ist eine Hexe und dann wird er direkt verurteilt. Ist er ein schlechter Mensch? Das glaube ich nicht. Sollen wir ihn töten? Er hat einen großen Fehler gemacht, das muss man sagen. Also den einen hätte ich jetzt lieber getötet, den ich leider am Leben gelassen habe. Wird dazu beitragen, dass sie aufsteigen kann, dass sie wiederbelebt werden kann. Naja. Aber ich meine, gut, wir wollen natürlich auch, dass sie aufsteigen kann. Und wir haben uns ja auch dazu, oder ich habe mich dazu entschlossen, dass sie aufsteigen kann. Wahrscheinlich werden 95% der YouTuber genau das Gegenteil machen und versuchen, sie wiederzuholen. Ich weiß es nicht. Also, wenn es jetzt wirklich einer wäre, der wirklich aus böser Absicht heraus gehandelt hätte und aus böser Absicht heraus jemanden umgebracht hätte, hätte ich den dennoch aufgeopfert. Da er aber, naja, es hört sich doof an, aber da er irgendwo menschlich gehandelt hat und Angst hatte, klar, er hat jemanden kaltblütig ermorden lassen. Er hat aber, glaube ich, auch nicht ganz Unrecht. Das sind viele alte Leute und alte Leute hören gerne mal auf blöde Worte, die irgendjemand sagt, so in der Kirche oder sonst was. Ich meine, es sind ja nicht immer nur blöde Worte. Ich war einmal in einer, ja, nicht aktuellen Messe, so schon ein paar Jährchen her. Der hat gar nicht so dumm dahergeredet, im Gegensatz zu ihm jetzt hier natürlich. Aber es sind doch andere Zeiten. Haltet mich jetzt für verrückt, auch wenn Red so aggro ihm gegenüber ist. Ich werde ihn trotzdem verschonen und ich hoffe, dass sein Sohn da vielleicht auch ein bisschen positiven Einfluss auf ihn hat, weil er scheint tatsächlich der intelligentere von den beiden zu sein. Ihr behauptet, eure Anhänger hätten euch dazu gezwungen. Für das Allgemeinwohl habt ihr ihre Mordlust erduldet. Ihr seid schuldig. Aber euer Motiv. Ihr fandet Gefallen an eurer magischen Hexenjagd, euren trivialen Ritualen. Ihr dachtet, man würde euch für eure Bescheidenheit und euer Können loben. Aber ihr habt weder noch. Jetzt steht ihr vor dem Scherbenhaufen. Und doch maßt ihr euch an, der Beschützer dieser Menschen zu sein. Ich habe den Schuldigen ausfindig gemacht, den Teufelsanbeter, die Quelle des Bösen, die eure Gemeinde ins Verderben zieht. Es tut mir leid, mein Sohn. Wieso geht der jetzt so hin? Das soll wohl ein Scherz sein. Das kann nicht was, sein. Was, dieser Trottel? Oh, nein. Mein Sohn ein Hexer? Ihr wollt uns wohl auf den Arm nehmen, mein Freund. Legt Beweise vor oder zieht diese lächerliche Anschuldigung zurück. Nun wollt ihr also Beweise? Über Jahre hat Lemmy sich in eurer teuren Bibliothek voll mit verbotenem Wissen herumgetrieben. Aber er hat seinen Vater übertroffen. Er hat gelernt. Lemmy hat Caleb Watson das dunkle Ritual beigebracht, um sein geliebtes Weib von den Toten zu erwecken. Ich wollte doch nur helfen. Ich habe nichts Falsches getan. Nein. Herr, erbarme dich. Was eine Schande. Verflucht. Der Junge war schon immer seltsam. Nein. Nein, Lemmy ist ein guter Junge. Ich lasse nicht zu. Ruhig, Gouverneur. Euer Sohn hatte gute Absichten. Und seine Fehler, so schwer sie auch waren, haben den Brunnen nicht vergiftet.
Vergebt mir, dass ich in einem Haus Gottes fluche, aber das ist doch ein verdammtes Affentheater. Habe ich euch je enttäuscht? Haben wir in finsteren Zeiten nicht durchgehalten? Habe ich euch nicht beschützt? Von seinem eigenen Fleisch und Blut hinters Licht geführt. Wie konnte er nur so blind sein? Habt Vertrauen. Der Verbanner hat den Fluch gebrochen. Vor uns liegen sonnigere Tage. Ich wusste gleich, dass ihr und eure Dame für Ärger sorgen würdet. Seht nur, was ihr angerichtet habt. Treibt es nicht so weit, Heskel. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, eure Schuld zu begleichen. Das ist mehr, als ihr Deborah zugestanden habt. Seid verdammt, Verbanner. Ach, das bin ich schon. Die Bezahlung für die Aufhebung des Fluchs, sie ist unanfechtbar euer. Jetzt und in Ewigkeit. Ich freue mich darauf, euch nie wieder sehen zu müssen. Ihr solltet nicht darauf zählen. Meine Arbeit hier ist noch nicht zu Ende. Warum hat er jetzt den Jungen mit reingerissen? Das war jetzt nicht meine Absicht. Vergiss nach all dem nicht, dich auch mal auszuruhen. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Aber warum hat er den Jungen reingerissen? Ich meine, er hätte sich ja auch verschweigen können. Ich meine, klar, ne, er hat was Falsches getan. Er muss irgendwo dafür gerade stehen, dass die Alten da jetzt so reagieren. Das war mir auch irgendwie klar, aber... Ach, Leute. Der Lemmy tut mir schon ein bisschen leid. Er hat nichts Gutes getan, auch nichts Gutes bewirkt, ja, aber er ist halt so ein Antagonist. Er hat es halt aus einem guten Antrieb getan, weil er helfen wollte. Eigentlich bei beiden Dingen, muss man dazu sagen. Und der Vater hat es einfach nur gemacht, weil er ein Schisser ist, ganz ehrlich. Und das sollte dann auch entsprechend anders behandelt werden. Und dass er jetzt auf ihn noch losgeht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Andererseits, was hätte es gebracht, wenn ich jetzt den Vater verbannt hätte, wäre er dann vielleicht aufgesprungen und hätte gesagt, das ist aber alles meine Schuld. Ne, man weiß es nicht. Ich kenne halt die anderen Ausgänge nicht. Ich würde gerne das Spiel noch ein zweites Mal durchspielen und dann einfach alles genau andersrum machen. Damit die Folge jetzt aber nicht noch länger wird, weil die ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde lang, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und die Sache mit dem Rasten und so weiter machen wir dann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.